Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der August-Version der Trend Raider Trendbox. Das ist diese Schätzelein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trend Raider Trendbox kostet ab 29,95 pro Box und pro Monat. Ich habe einen Code, damit kannst du, glaube ich, 15% sparen. Claudi15 müsste das sein, denn ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxenteam. Ich mache aber eine Verlosung. Ne? Also ihr könnt in diesem Video ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Momentchen. Ja, ich weiß nicht, wo ich war. Dieser wunderschöne Mann hat mich gerade ein bisschen aus der Fassung gebracht. Auf jeden Fall, genau, haben wir hier, ja, ich glaube 10 bis 15 Trend-Accessoires drin enthalten, ne? Aus den Bereichen Lifestyle, Beauty, Food, Fashion, dies, das, andere. Coole Sachen sind hier auf jeden Fall mit dabei und ich werde jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn ich sie öffne. Und ich finde es sehr, sehr cool. Ich mache sie jetzt mit euch zusammen auf. Sie ist übrigens nicht mehr weiß, sie ist braun. Sie hat ihre Farbe gewechselt, finde ich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ja, ist ein bisschen von außen, ein bisschen hier angemalter geworden. Aber ansonsten, ne, nachhaltiger irgendwie. Und das ist auch etwas, was die Box übrigens repräsentiert oder repräsentieren möchte. Nachhaltigkeit. Und ja, dass die halt auch vegan, tierversuchsfrei sind. Wobei, es gibt die vegane Variante und die normale Variante. Ich bekomme die normale Variante. Ne? Gibt auch noch die vegane Variante. Aber die Box möchte halt einfach sich nachhaltig repräsentieren. Also quasi auch mit Marken zusammenarbeiten, die dort oder die sich generell sozial engagieren oder so. Und das finde ich total interessant. Summer Vibes ist wohl das Motto, denn da steht hier auf dem Klebi drauf. Machen wir mal auf. So. Und hier haben wir das dicke Backe vollgepackt. Und ich sehe schon was sehr, sehr, sehr gut in meine aktuelle Zeit passt. Aber gut, wir fangen erstmal hiermit an. Der liebe Stefan hat meine Box gepackt. Den habe ich noch nicht in meiner Sammlung, denn man kann die Karten 1 bis 10 sammeln. Dann bekommst du eine Surprise-Box. Und das ist jetzt die Nummer 5. Ja, Stefan, herzlich willkommen in meiner Sammlung. Dann habe ich hier noch ein Flyer, Trend Raider, Handmade in Berlin with Love. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Alisa. Vielen Dank, liebe Alisa. Und ich freue mich auch mega, dass wir die Kooperation haben, weil das sind einfach, es ist eine Entdeckungsreise, Leute. Kann man nicht anders sagen. So, wir müssen jetzt erst so ein paar Fakten hier ab. Ich luke immer wieder oder linse immer wieder in die Box rein. Ich neugierige ich. Ein paar Daten und Fakten hier abfrühstücken, bevor wir uns ans Eingemachte machen können. Ihr habt hier aber immer Timestamps. Also falls ihr es nicht aushalten könnt, springt weiter. Ich möchte mich immer auch so ein bisschen mit dem Motto befassen, weil das sind ja Leute, die haben sich da was bei überlegt. Ne? Die haben sich hingesetzt und sich ein Motto überlegt. Die haben sich Mühe dabei gegeben, das Ganze halt herzurichten. Und dann möchte ich das nicht so auseinanderpflücken oder auseinanderreißen und zeigen, so das ist drin, so bin ich nicht. Summer Vibes ist das Motto, hatte ich ja eben schon herausgefunden. Und hier sehen wir zwei wunderschöne Ladies im Sonnenuntergang. Das ist cool. Okay, so. Heiß, heißer August. True, Leute. 24 Grad, es geht noch. Aber hier drin sind es immer ungefähr 15 Grad wärmer als draußen. Hier sind es fast 40 Grad. Ich traue mich nicht, hier mal die Raumtemperatur zu messen. Auf jeden Fall super heiß. Deswegen habe ich hier auch Getränke stehen. Ne? Das habe ich eben aus der Degusterbox rausgefischt. Heute sind hier ein paar Boxen zu öffnen dran. Deine Summer Vibes Box. Heiße Sonnentage und lauwarme Sommernächte. Das verspricht der August. Wer den Sommer richtig auskosten will, schnappt sich seine Freunde und Familie und fährt an den kühlenden See oder setzt sich mit einem kalten Getränk in die Natur. Hauptsache ist raus aus den eigenen vier Wänden und ab in die Sonne. Ja, witzig. Wenn du also quasi von zu Hause aus arbeitest, dann geht das nicht immer, ne? Wobei wir gleich auch einen Spaziergang machen. Mit dem Thema Summer Vibes verbinden wir genau diese sonnigen Tage mit engen Freunden.
Freue dich auf Produkte, die du einfach zusammenpacken und mit an den Strand oder in den Park nehmen kannst. Von erfrischenden Überraschungen bis praktischen Designstücken findest du alles in deiner Box, was du für einen gelungenen Sommertag brauchst. Und dann ist hier auch immer so ein Zitat drin. Dieses Mal hat die liebe Melissa von Trend Radar ein bisschen was beigesteuert und sie hat offensichtlich einen total süßen, puffeligen Hund. Liebe ich dieses Bild. Endlich wieder Sommer. Abends ist es lange hell und man sitzt wieder entspannt in der Bar um die Ecke mit den besten Freundinnen. Die schönen Sommerkleider dürfen wieder ausgeführt werden und die ganze Nachbarschaft riecht nach Grillabend. Oh ja, wie oft fahren wir hier durch die Gegend und so, hier grillt doch jemand. Die Blumen blühen, Fremde lächeln dich auf der Straße an und man kann den nächsten Urlaub kaum erwarten. Ob Stadttour, Balkonien oder Meeresbrise, ich bin dabei. Ja, true, definitiv. Hier sind alle Produkte dann aufgeführt mit Preisen, Alternativprodukte und so weiter und so fort. Ein Trend-Goodie als 12-Monats-Abonnentin. Das kriegt man nämlich auch noch mit dabei. Skincare 1x1, also so ein paar Informationen zu Applikationen und so, ne? Basteltipps, behind the boxes. Und Wassermelonsalat. Oh, geil. Guck mal. Ne? Wir haben immer auf der letzten Seite hier ein Rezept. Kannst du rausschneiden, kannst du sammeln. Finde ich großartig. Und hier hinten ist dann auch der Spoiler für den September. Die Lady hat eine Jacke an. Die geht davon aus, dass es kälter wird. Ich glaub's nicht. Entschuldigung. Nach dem aufregenden und wilden Sommer gehen wir mit dir auf Wanderschaft. Lass dich im September mit auf eine Reise nehmen, die dich zu neuen nachhaltigen Höhen bringt. Freue dich auf eine Trendbox mit leckeren Snacks, entspannender Kosmetik und anderen Überraschungen. Genieße mit uns den Ausblick auf die September-Box, die es ab dem 1.9. zu kaufen gibt. Ne? Das ist nämlich jetzt anders. Du kannst ab dem 1. des Monats dir die Box gönnen. Also gönnt euch. So. Jetzt trinke ich mir noch einen Schluck und dann geht die Party ab. Ich zeige euch mal das Erste, was mir eben schon in die Augen gesprungen ist. Und jede Lady, die sich schon mal irgendwie, oder jeder Mensch, Mann auch, ne, jede Person, die sich mal mit Schwanger befasst hat, weiß, dass Datteln in der Schwangerschaft halt echt gut ankommen, sag ich euch. Ich habe hier in meinem Tisch auch Datteln. Datteln entsteint, ohne Zuckerzusatz, und das ist so lecker. So lecker. 200 Gramm von Seeberger. Finde ich großartig, weil ich habe natürlich Heißhungerattacken bis zum geht nicht mehr. Und dann gönne ich mir aber so 3-4 von diesen Dattelviechern. Und dann läuft das. Also dann habe ich halt keinen Heißhunger mehr. Das ist sehr, sehr angenehm. Und vielleicht stelle ich mir die sogar ans Bett, weil ich habe in letzter Zeit auch nachts Heißhungerattacken. True, ich sage es euch. So, dann habe ich hier was drin. Und sowas kann ich auch immer echt gut gebrauchen. Ich drehe jetzt gerade am Dienstag vor der Glow dieses Video. Und vielleicht kommt das auch vor der Glow schon online. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen, das auch mitzunehmen. Not a Bag Original Bag and Backpack, also quasi sowohl Rucksack als auch Tasche. Das finde ich echt nice. Das ist eine Special Edition. Die Hello World Not a Bag. Ja, ist halt nicht nur eine Tasche, sondern auch ein Rucksack hier. Ne? Wird bestimmt nicht günstig sein. Und das ist halt so ein Trend-Goodie. Und nicht, Quatsch, stimmt nicht Goodie. Trend-Lifestyle-Produkt. Ne? So. Wie kriege ich dich denn jetzt hier auseinander? Hey, hallo. Das kennt man ja von diesen Taschen eigentlich, dass man das so auf links drehen muss. Eieieiei. Aber sowas zum Einkaufen finde ich das klasse. Oder halt so Glow oder wo auch immer man ist zum Shoppen. Ich habe immer solche Dinger mit, also solche Taschen. Die hast du überall bei mir. In der Handtasche habe ich solche Taschen. Im Auto. Das Auto von meinem Freund hat mittlerweile auch solche Taschen. Er hat gesagt, ich mache sein Auto zu meinem Auto. Heimlich, still und leise. So. Vielleicht hat er recht. Man weiß es nicht. Und ja, guck mal. Du hast hier. Also hier kannst du halt wirklich deine Arme durchmachen und dir das so auf den Rücken machen. Also quasi wie die Lady das hier macht. Ne? Ich mache euch das nicht vor, weil mein Kleid ist ultra kurz und ich habe einen dicken Babybauch mittlerweile. Ja, schau auf Insta vorbei, da wirst du sehen, wie das so aussieht. Du kannst es natürlich auch tragen wie eine reguläre Tasche, aber halt auch auf den Rücken. Und das finde ich richtig gut, weil das halt auch die Schultern so entlastet. Ne? Hast dann hier quasi die Tasche, wo man die ganze Tasche halt reinmachen kann, nochmal so als Außentasche oder als Innentasche, je nachdem, wie man so lustig ist. Finde ich gut. Finde ich wirklich, wirklich gut. Auch das Design gefällt mir. Ne? Das ist praktisch, Leute. Da soll ich nie hinein zu.
Vielen Dank, liebes Trend Raider Boxen Team. Das ist wirklich ein gutes Produkt. Und da ist gerade ein dermaßen krasser Brummer an der Fensterscheibe. Oder bist du eine Biene? Junge, du musst auch mal nach draußen gehen, nicht immer nur im Haus sein. Naja, das Fenster ist ja offen. Hier habe ich das nächste. Was ist das? Es ist orange, es ist spitz. Ist das ein Fächer? Es ist ein Fächer. Oh ja. Oh. Ja, der ist gut. Denn der fächert richtig gut. Und den auf der Glow dabei zu haben, ist das eine Glowbag oder was geht hier ab? Richtig gut. Keine Ahnung, was der kosten wird, aber der ist richtig gut. Der ist dann auch easy verstaut. Zack, ne? Lassen wir wieder zu. Das ist auch cool. Nett. So, dann habe ich hier was drin. Kraft. Natürlicher Kräuterauszug von Krut. Zutaten. Giersch. Oh, ich hasse Giersch im Garten. Kennt ihr das? Kriegst du nie weg. Löwenzahn, Brennnessel, Rotklee und Apfelessig und Akazienhonig. Schütteln, mischen, umrühren. 15 ml auf ein Glas Wasser. Mhm. Aha. Ja, ist wohl so eine Art Shot. Kann man sich gönnen, ne? Soll das jetzt super gesund machen? Oder was ist damit los? Ein Kräuteroxymel, ein Energiestoß der Natur. Das Kräuteroxymel von Krut. Mit der Sorte Kraft füllst du deine Akkus mit der Power von Wildkräutern wie Giersch, Brennnessel, Löwenzahn und Rotklee wieder auf und startest energiereich in den Sommertag. Dafür musst du nur einen Esslöffel des Oxymels mit Wasser oder deinem Lieblingsgetränk mischen und kannst so deine Konzentration und Leistungsfähigkeit verbessern. Jo, guck, ne? Kann auf jeden Fall helfen. Dann habe ich hier noch was. Oh, krass. Von Naturata, vegane Aioli, mehr als Bio. Das ist auch mal interessant, ne? Da hast du dann quasi, ja, eine vegane Aioli, die du dir dann, also Knoblauchpaste, auf ein Brot machen kannst oder in den Nudeln reinmachen kannst. Auch sowas finde ich irgendwie witzig. Ja, kann man sich mal gönnen, ne? Ja. Bin jetzt irgendwie aktuell gar nicht so auf dem mega Trip, dass ich gerne... Hier, wie heißt das? Knoblauch esse. Keine Ahnung, sonst war ich echt ein Knoblauchmensch. Dann habe ich hier was von Hairblitz Berlin, 2,5% CBD, kosmetisches Mundpflegespray. Sativa, pur, 10 ml. Ich weiß nicht, ob ich aktuell CBD darf. Ich glaube nämlich nicht. Genau, nicht verwenden während der Schwangerschaft und Stillzeit. Steht hier extra drauf, ne? Das heißt, es wird mein Freund entweder bekommen. Oder ich warte, bis ich abgestillt habe. Naja, also quasi bis November 23 ist es haltbar. Ja, und sowas soll halt, genau, ohne Schnickschnack für diejenigen, die das Hanfaroma gerne pur mögen. Ne, das ist, soll halt wirklich chillig, nicht chillig. Wie soll dieses CBD-Öl oder generell CBD-Öl wirken? Also ich habe CBD-Öl zum Beispiel verwendet, wenn ich Einschlafprobleme hatte oder wenn ich Regelschmerzen hatte zum Beispiel. Da soll das auch wirklich gut helfen bei Unruhezuständen und so, ne? Ja, ist immer so eine Sache für sich. Ich fand das wirklich immer hilfreich. Ja, und da haben wir jetzt hier so ein kleines Fläschchen, halt als Spray. Kann man definitiv machen. Warum eigentlich nicht? Aber halt ich jetzt nicht aktuell, ne? Deswegen lasse ich da einfach mal besser die Fingerchen von und werde das entsprechend weitergeben. Da wird es sicherlich einen guten Abnehmer bei uns in der Familie oder im Freundeskreis befinden. Dann habe ich hier noch ein Foodprodukt. Und zwar ist es so ein Salattopping, was eigentlich weniger für eine gewisse Würze sorgt, sondern eher so für die Optik. Das ist von Sonnentor, dieses Salattopping. Das hatte ich auch schon das ein oder andere Mal da. Wobei du hier auch wirklich Tomaten, Pastinaken, Zwiebel, Petersilie und so weiter drin hast. Das heißt, du könntest es theoretisch auch wirklich in Essig und Öl mit reinmachen, um dem Ganzen wirklich eine Würze zu geben. Ja, das ist natürlich auch cool, ne? Schön bunt vor allem. Das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Also da sieht man ja durch das Guckloch hier, wie das Produkt dann wirklich aussieht. Okay, hier habe ich jetzt noch so eine Flasche. Huch. Eine Vinade. Also Vinade. Alkoholfrei. Spritziger Rosé. Voller Biogenuss. Null Alkohol. Sind da auch keine Rückstände von Alkohol, Leute? Das ist nämlich immer die Frage für mich, ne? Aber ich würde das definitiv kühlen, bevor ich das trinke. Alkoholfreier Bio-Wein, Bio-Traubenmost, Wasser, Kohlensäure, biologische, natürliche Aromen.
Ja, kann man sich auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall im Sommer gönnen, ne? Wobei ich kenne auch tatsächlich alkoholfreien Weißwein. Den haben wir öfters auch mal so angeboten. Für Fahrer zum Beispiel oder sowas, ne? Ja, muss ich mir aber kühlen, weil sowas muss ich definitiv kühlen. Das kann ich jetzt nicht einfach so pur trinken. Dann habe ich hier was drin. Das ist von Hennes Finest. Ein fermentierter Kompott. Pfeffer. Nein, Kompott. Hä? Okay. Fermentiert? Habe ich mal von gehört. Also fermentiert soll ja auch irgendwie sowas sein, was quasi die ganzen Geschichten ja auch bekömmlicher macht. Bei Puls-Reportage hatte ich das, glaube ich, gesehen, oder? Ich gucke super gerne so Reportagen und so ein Kram, voll mein Ding. Und sowas kann man sich dann natürlich einfach in Speisen reinmachen, wo du normalerweise Pfeffer reinmachen würdest, sehr wahrscheinlich. Fermentiert sich ins Gedächtnis. Hä? Okay. Ich guck mal eben, was die hier dazu sagen. Ich finde das immer ganz spektakulär, muss ich gestehen. Ne? Das finde ich echt aufregend. Achso, alternativ hätte man haben können Meersalz-Tomatenmischung. Auch das wäre cool gewesen. Dir fehlt noch der richtige Geschmackskick für dein Gericht. Wir haben dir für dein nächstes Kochevent den fermentierten Kampot-Pfeffer von Hennes Finest in die Augustbox gelegt. Der traditionsreiche Pfeffer passt als ganzes Korn zerhackt, zerstoßen oder zerdrückt zu einfachen Alltagsgerichten. Aber auch zu deinen kulinarischen Meisterwerken. Entdecke die feinen Aromen dieser kambodschanischen Delikatesse. Sehr interessant, muss ich wirklich sagen, ne? Gucke ich mir an, Pfeffer kann man gut gebrauchen, ne? Wir hatten ja auch mal ein Kilo Mehl dabei oder ein halbes Kilo Mehl. Feier ich. So, Made by Nami, Live Free, habe ich hier jetzt etwas drin. Okay, Nami, dann zeig mal, was in dir, also was du so gemacht hast, weil Made by Nami. Oh, das ist Schmuck. Guck mal. Ah, das sind noch mehr. Was ist das alles? Okay, also wir haben hier einmal so ein Armbändchen. Oh, ich liebe es. Das versetzt mich einfach in meine Jugend, wo ich Freundschaftsbänder geknüpft habe. Oh, das waren Zeiten, Leute. Das waren verrückte Zeiten. Ja, süß auf jeden Fall. Und dann haben wir hier auch noch VSC Girl und noch sowas Made by Nami. Das sind dann wohl so Aufkleber. Ja, hat bestimmt auch irgendeinen total super krassen nachhaltigen Grundgedanken, oder? Ein Surferarmband, na, siehst du, bunt, nachhaltig und super cool. Das sind die handgefertigten Fuß- und Armbänder von Made by Nami. Das Berliner Unternehmen fertigt die bunten Bänder aus Stoffen und Materialien, die auf Bali in Zusammenarbeit mit lokalen KunsthandwerkerInnen hergestellt wurden. Denn die coolen Bändchen stehen nicht nur für Summer Vibes, sondern auch für soziale und ökologische Nachhaltigkeit, gefertigt auf Bali, verpackt und versendet in Deutschland. Jo, ne? Nicht schlecht. Surfer. Ich bin kein Surfer, ich bin kein Sportler. Und dann habe ich hier noch was drin, was tatsächlich für mich sehr gut ist, von Tautropfen. Auch erwärmt genießen. Nee, das wird schön gekühlt. Detoxpflege für ihre Haut. Ja, vitalisierende Tuchmaske für alle Hauttypen. Und das sieht so aus. Ich liebe Tuchmasken. Ich liebe es jetzt mir, Teeknospe, auch süß, sowas in den Kühlschrank zu packen und mir dann abends nach so einem heißen Tag und nach dem Duschen aufs Gesicht zu geben und dann einfach so diese Kühlung zu bekommen, stehe ich drauf. Finde ich total super. Also das ist so, so gut. Ja, du kannst es ja auch warm machen, wenn du es halt irgendwie im Winter unbedingt verwenden möchtest und es dann warm haben möchtest. Klar, kannst du machen. 5 Minuten bei ca. 60 Grad in der Schüssel. Mit warmem Wasser, Entschuldigung. Kohlensäure, aber, ne? Naja, solange es oben rauskommt und nicht unten, ist doch alles super. Egal. Detox pur für ihre Haut kann ich auch gut gebrauchen. Das finde ich klasse. Sodele. Was habt ihr nur? Flyer. Wir haben sonst auch mal eine Zeitschrift drin. Die war jetzt diesmal nicht mit dabei. Dann haben wir hier noch von Vinade so einen Flyer mit dabei. Von Heerblitzen Flyer und von Tautropfen Flyer. Und das war jetzt die Box gewesen. Also, ich finde, dass die Box schön gestaltet ist. Ich kann leider ein paar Sachen halt nicht verwenden, weil wegen schwanger, aber das ist nicht schlimm. Ich liebe diesen Fächer. Finde ich richtig, richtig gut. Cool für zwischendurch, der kommt sowas von direkt in meine Handtasche rein, Leute. Gerade jetzt, also das ist ja nicht nur fürs Gesicht, damit kannst du dir auch schön unter das Kleid fächern. Oder schön die kühle Luft so an die Beine fächern. Oh, freue ich mich jetzt schon drauf, den Overglow verwenden zu können. Ja, einiges an Food mit dabei, dann die Tasche mit dabei. Also ich fand die Box mal wieder schön gestaltet. Ja,
Schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, welches Produkt ihr am coolsten fandet. Für mich war das jetzt diese Not a Bag, also diese Tasche halt, ne, die ja eigentlich keine Tasche ist. Ansonsten war das wieder eine gelungene Box, die mich wieder auf eine Reise mitgenommen hat, wo ich Spaß hatte. Ne? Wie gesagt, mit Claudi 15 könnt ihr 15% auf die erste Box sparen. Und ja, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxenteam für die Zusendung. Vielen Dank an euch fürs Zusehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der ganzen Boxen. Das sind einige. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen, au, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!